So, herzlich willkommen zurück zu The Warzit. Nach einer längeren Aufnahmepause, weil ich das letzte Mal so viel direkt am Stück aufgenommen habe. Ich wollte aber trotzdem noch weiterspielen, deswegen habe ich hier mir zwei neue Survivor gemacht, die ich dann nur offscreen spiele. Da werde ich auch nicht die Sachen benutzen, die wir im Let's Play gefunden haben. Aber andersrum werde ich das schon machen. Also ich habe jetzt auch ein bisschen mit denen gefarmt. Ich kann das ja hier mal zeigen. Im Global Inventory haben wir jetzt ganz viele Waffen. Diese beiden haben wir letztes Mal im Let's Play gefunden. Die restlichen habe ich alle offscreen gefunden. Hier habe ich noch Magazine ohne Ende. Handwaffen. Und ja, ein paar Backpacks und Masken habe ich mir auch mitgenommen. Das, was ich wenig gefunden habe, ist eigentlich Essen. Das ist mir nämlich jetzt noch mehr aufgefallen. Letztes Mal ist mir das schon aufgefallen. Also Essen ist hier wirklich sehr, sehr schwer zu finden in dem Spiel. Ich finde das auch noch so ein bisschen unrealistisch, weil ein Mensch kann ja eigentlich mehrere Wochen, glaube ich, ohne Essen auskommen, theoretisch. Und in dem Spiel ist es halt so, dass man eigentlich sogar mehr Essen als Trinken braucht. Finde ich ein bisschen unrealistisch, aber okay, wird vielleicht noch geändert. Hier Medizin habe ich auch gefunden ohne Ende. Hier Ferngläser, da können wir jetzt jedes Mal eigentlich eins mitnehmen. Was soll der Geiz? Bandagen, hier nehme ich nochmal eine mit. Ich statte jetzt hier unseren Survivor aus, mit dem wir jetzt weiterspielen. Ich wollte ja eigentlich jetzt noch eine Farming-Folge machen, aber das wird dann auch zu langweilig nach einer Zeit, denke ich mal. Und deswegen wollen wir jetzt hier direkt Action machen. Dann kann ich offscreen immer so ein bisschen farmen. Und die Sachen können wir dann direkt im Let's Play verwenden. Das ist auch eine ganz gute Idee, oder? Also ich finde das ganz gut gelöst. Die Sachen, die ich im Let's Play finde, die benutze ich dann auch nicht offscreen. Aber andersrum schon. Ja, also wo ich dann gespielt habe, da bin ich eher auf leere Server gegangen. Jetzt im Let's Play gehe ich wieder auf vollere Server. Ich kann das übrigens auch empfehlen, wenn ihr jetzt ganz neu seid im Spiel. Also wenn ihr sozusagen Anfänger seid, dann geht lieber erst am Anfang auf kleinere Server oder beziehungsweise auf leere Server, wo jetzt 10 Leute maximal drauf sind. Geht dann die kleineren Städte erstmal abfarmen und dann ab und zu in die Safe Zone, um eure Items zu speichern. Also so bin ich jetzt die letzten Tage vorgegangen. Und es ist ganz gut gelaufen. Also ich habe das ja ein bisschen offscreen auch weitergezockt, allein aus dem Grund, weil ich einfach spielen wollte. Und ich wollte jetzt auch nicht zu weit im Voraus aufnehmen, weil sonst das mit den Updates und so immer ein bisschen hinterherhängt. Übrigens, Updates sind ja auch schon wieder neu rausgekommen. Finde ich auch ganz gut, die neuen Updates. Also ich habe ja ein paar Bugs die letzten Folgen angesprochen. Oder ein paar Wünsche geäußert sozusagen, was recht cool wäre, wenn die das reinnehmen. Also zum Beispiel, man kann jetzt sehen, wer einen getötet hat. Das wird dann da angezeigt auf der Anzeige, das haben die noch reingenommen. Oder halt so eine kleine Bugs wie, habe ich auch mal angesprochen, mit den Frauengeräuschen, die dann Zombies machen. Also die männlichen Zombies haben weibliche Zombie-Geräusche gemacht. Das haben die jetzt gefixt. Und vor allem, was ich sehr gut finde, den Nachladebug. Der hat mich ja auch ein bisschen irritiert, einmal die eine Folge. Den haben die jetzt auch rausgenommen. Also die sind da immer noch sehr fleißig am entwickeln, was ich sehr cool finde von denen. Ja. Und jetzt geht's wahrscheinlich gleich los. Ich werde mal sehen, dass ich ein bisschen in den neuen Teil der Map reingehe. Hey, jetzt fängt der Loading-Balken nochmal an. Nee. Gut. Also in dem neuen Teil der Map, wisst ihr ja hier, der Teil, das ist ja der neue Teil. Da war ich jetzt auch schon offscreen. Ist eigentlich sehr cool gemacht. Also hier ist so ein kleiner Flughafen. Ja, der ist sehr cool gemacht. Da gibt's leider keine Flugzeuge. Also keine heilen zumindest. Die sind da alle kaputt, die da rumstehen.
glaube ich jetzt zumindest, also die, die ich da gesehen habe. Ich war da jetzt auch erst zweimal. Ja. Also, ich weiß nicht, ob es Flugzeuge in diesem Spiel jemals geben wird, also wirklich, die man fliegen kann. Glaube ich jetzt so wirklich nicht dran. Aber Autos wird es hier, denke ich mal, geben, weil auf dem einen Screenshot auf der WarZ-Homepage ist ganz klar ein Auto zu erkennen. Und ich muss jetzt hier erstmal aufpassen, weil, okay, der Server ist jetzt nicht so voll. Aber ich bin es jetzt eher gewohnt, auf leeren Servern zu spielen, deswegen muss ich jetzt ein bisschen vorsichtiger wieder spielen. Vorher bin ich hier einfach so durchgerusht immer. Und wir wollen ja auch nicht unsere M4 verlieren. Von denen ich übrigens sehr viele gefunden habe offscreen. Also ich habe jetzt insgesamt, ihr habt ja auch mein Global Inventar gesehen und meine anderen beiden Survivor sind jetzt ja auch ausgerüstet noch. Okay, das war Fallschaden. Ja. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, was mir so aufgefallen ist, also ich habe, es gibt ja in dem Spiel so ungefähr so 40 Waffen oder so. Und bis jetzt habe ich aber nur 4 verschiedene Waffen gefunden, und zwar diese Shotgun. Diese eine, es gibt ja auch 6 Shotguns insgesamt. Ich finde aber nur immer diese 590er, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt, irgendwas mit 590. Die finde ich irgendwie immer nur. Die habe ich bestimmt schon 10 Mal jetzt gefunden. Dann habe ich 2 unterschiedliche Pistolen immer gefunden und halt eine M4 Semi. Das gibt auch eine normale M4. Eine M16 gibt es hier übrigens auch in dem Spiel. Und viele andere automatische Waffen auch noch. Sniper-Gewehre. Und eine Armbrust gibt es hier auch noch im Game. Ja, und ich habe bis jetzt nur 4 unterschiedliche Waffen gefunden. Aber das wird sich dann wahrscheinlich noch ändern, kann auch Zufall sein. Die haben ja auch eine verschiedene Rarität, sage ich jetzt mal, die Waffen. Also manche Waffen sind dann schon sehr selten, zum Beispiel Sniper-Gewehre. Es wird übrigens auch schon sehr viel Handel mit Waffen betrieben im Forum. Da habe ich mir auch mal überlegt, ob ich da vielleicht eine Sniper erwerben kann irgendwie. Falls wir das hier nicht so auf die Kette kriegen, eine Sniper zu farmen. Ach ja, was ich noch sagen wollte, hier in der großen Stadt war ich auch schon. War aber jetzt nicht so ertragreich, muss ich sagen. Also man kommt auf die Stadt zu und die ist noch größer als Campus City. Da sind wirklich Hochhäuser ohne Ende. Da ist echt eine kleine Skyline sozusagen. Man kann auch in die Hochhäuser reingehen in manche, aber halt nur dann bis zum 3. Stock oder so höchstens. Aber viele Items habe ich da jetzt nicht gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sehr ertragreich war das Ganze nicht irgendwie. Naja. Vielleicht hatte ich auch Pech, dass da vorher jemand drin war. Aber das glaube ich irgendwie kaum. Und sonst, was hier noch neu ist, hier ist noch so ein kleiner Vorort sozusagen. Da gibt es auch einen Supermarkt oder 2, die sehr ertragreich sind. Also die sind eigentlich meiner Erfahrung nach, die ich bis jetzt gemacht habe, eigentlich schon ist die Vorstadt da ertragreicher als die Stadt. Schon komisch irgendwie. Ja, ich hatte auch ein paar Fights, als ich dann offscreen gespielt habe. Also ich habe ein paar andere Spieler getötet, wurde auch ein paar Mal getötet. Einmal habe ich mit einer M4 Semi 2 Spieler umgebracht. Wollte die dann looten und dann ist ein 3. Spieler gekommen und hat mich umgebracht. Das hat mich dann sehr aufgeregt. Hat der den Loot gekriegt von allen 3 Leuten. Ja, das ist auch immer so eine Sache, ne? Wenn man dann jemanden killt, sollte man vielleicht trotzdem nochmal die Umgebung checken, bevor man dann mit dem Looten anfängt. Aber ich bin jetzt schon ein bisschen besser geworden, das traue ich mich zu sagen. Also ich weiß jetzt auch, wie man Zombies effektiver tötet.
Also habe ich jetzt langsam raus mit der Taschenlampe oder mit einem Hammer richtig auf den Kopf zu hauen, dass er dann auch mit 3-4 Schlägen stirbt. Und jetzt sollte ich langsam ein bisschen vorsichtiger werden, wenn wir jetzt hier in der Stadt sind. Und fahren wir hier mal alles ab einfach. Ja, in dieser Aufnahme... Oh, Schüssel. In dieser Aufnahme werden wir vielleicht in die Großstadt gehen, Boulder City. Okay, wo kamen die Schüsse her? Ich werde jetzt ein bisschen vorsichtiger spielen erstmal. Denn wir wollen ja nicht unsere M4 Semi verlieren. Das wäre ja nicht so schön. Hat sich nach so einer Uzi angehört oder so. Da sollten wir ja mit unserer M4 Semi eigentlich im Vorteil sein. Das ist ja ein Sturmgewehr. Im Wiki habe ich gelesen, mit einer M4 ein Kopfschuss und man ist tot, oder 4 Körperschüsse. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, was das dann für einen Unterschied macht, ob der einen Helm auf hat oder eine Brustweste. Die habe ich übrigens auch gefunden, also so ein Kevlar habe ich gefunden. Ist jetzt auch im Global Inventory, hätte ich eigentlich mal mitnehmen können, wäre vielleicht ganz gut gewesen. Aber naja, müssen wir halt jetzt ohne Kevlar auskommen. Vielleicht werden wir auch selber eins finden, aber die sind sehr selten, die Dinger. Habe ich in einer Polizeistation gefunden und jetzt sind wir hier wieder in einer. Oder werden jetzt in eine reingehen. Vielleicht haben wir ja da auch ein bisschen Glück. Wer weiß. Okay, hier liegen Gasmasken. Die sind unwichtig. Ich muss aber sehr vorsichtig sein, weil wir sind hier nicht alleine in dieser Stadt. Und es ist sogar ein Mega-Bandit auf dem Server. Mann, Mann, Mann. Okay, das waren meine Schritte. Bin hier schon wieder sehr paranoid unterwegs gerade. Aber so muss man auch sein in diesem Spiel, sonst kommt man hier nicht weit. Gut, gut, gut. Aber man darf natürlich auch nicht zu paranoid sein, ne? Man will ja auch weiterkommen und Gegenstände farmen. Wow!